Hallo, Harald. Erklär mir bitte kurz den technischen Aufbau der Fahrzeuge. Im Prinzip ist der Aufbau von unseren selbstentwickelten Fahrzeugen relativ einfach. Wenn man die Karosserie herunternimmt, die aus reinem Lexan besteht und wir selber lackiert haben, und das Fahrzeug einmal von unten begutachten, sieht man, dass es sich um eine ganz einfache GFK-Platte handelt, die in zwei Teilen fabriziert wurde. Und zwar aus diesem Grund, wenn Reparaturarbeiten sind, dass man nicht gleich das ganze Fahrzeug zerlegen muss. Von oben betrachtet haben wir eine zweite Platte, da das Fahrzeug in Sandwich-Bauweise gebaut wurde, wo die elektronischen Komponenten drauf sitzen. Einer der wichtigsten Teile ist natürlich der Empfänger, da das Fahrzeug nicht von alleine fährt, sondern wir es per Hand steuern müssen. Zum Zweiten der Fahrtenregler, der die Drehzahl des Fahrzeuges regelt. Und natürlich auch müssen wir die Lenkung beeinflussen, das übernimmt ein elektronisches Servo. Von hinten betrachtet sieht man jetzt den Motor, der relativ weit unten fabriziert ist, und den Schwerpunkt auch sehr weit unten zu halten, da die Fahrzeuge wirklich ein sehr hohes Tempo erreichen. Einfach verbaut mit einem relativ einfach konstruierten Differential. Hallo Christian, wie viele Veranstaltungen habt ihr und wie laufen diese ab? Nachdem es sich bei den Custom Racern um einen Indoor-Sport handelt, fängt unsere Saison im September an und endet Ende April. In dieser Zeit werden Cups veranstaltet, wobei es sich hier um 5 bis 6 Rennen handelt, wo es natürlich um einen ersten Preis geht, das heißt Pokal, eventuell Preisgeld. Und wir veranstalten auch 3-Stunden-Rennen. Wobei am 7. Dezember, gesponsert von Ubismile, ein sogenanntes 3-Stunden-Rennen stattfindet. Hallo Heinz, sag mir bitte etwas über die Entstehung der Custom-Häuser. Wir haben uns vor einigen Jahren zusammengefunden, 4 Personen, die sich gedacht haben, wie könnten wir ein Hobby betreiben, das Spaß macht und wenig kostet. Daher sind wir auf diesen Maßstab 1 zu 24 gekommen, der sehr viel Spaß und sehr viel Spaßfaktor mit sich bringt und natürlich auch für die kleine Tasche geeignet ist. Wir haben uns jetzt weiterentwickelt seit ca. 6 Jahren. Wir haben eine Indoor-Bahn gebaut und weiterentwickelt, wobei unsere Gesamtgröße jetzt auf ca. 10 Leuten angewachsen ist. Wir sind doch nur eine reine Interessensgemeinschaft, dass das Ziel hat, natürlich im Vordergrund nicht irgendein Kommerz steht, sondern wirklich Geselligkeit, Spaß und Freundschaft. Wie bereitest du dich auf die nachfolgenden Rennen vor? Ich will mich sehr gut vorbereiten. Ich will eine Woche vorher noch mal trainieren kommen, dass ich wirklich das richtige Setup erfülle. Ich hoffe, dass meine Teamkollegen dann auch das so hinbringen, weil wir würden dann nicht schlecht ausschauen bei der Konkurrenz. Zu den diversen Einstelltricks und Tipps kann ich nichts mehr verraten, weil wir würden ja die Nosen vorn haben. Bitte lasst euch überraschen, wer wirklich dann der Sieger wird.